Kirby und der Regenbogenpinsel. Im letzten Part habe ich ja bedauerlicherweise herausgefunden, dass man die letzten Herausforderungen nur freischalten kann, wenn man bei allen Bossen alle Bosse schadenfrei überstanden hat und dass man alle Tagebucheinträge in den einzelnen Leveln, das heißt beim Roulette, immer die Tagebuchseite erwischen muss. Tja, das habe ich jetzt einfach mal gemacht und nebenbei auch in jedem Level, also in jedem normalen Level, die Goldmedaille. Ihr wisst schon, so viel wie möglich Sterne sammeln. Ja, jetzt habe ich alle Goldmedaille und alle Tagebuchseite und auf einmal steht statt 95% 99%. Mann, das ist jetzt aber eher in die Höhe geschossen. Aber 1% fehlt immer noch. Ich glaube, den bekommt man dann dazu, wenn man wenn man alle Herausforderungen geschafft hat. Ja, übrigens, ich habe mir ja eigentlich nie angeschaut, was dieses komische Tagebuch eigentlich ist. Das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Steht da irgendwas drin? Okay, meine neuen Freunde. Wie, ich dachte, Kirby kann weder sprechen noch schreiben. Seit wann kann der... Los, wann? Also, schreibt das wirklich Kirby? Wie gesagt, ich dachte, der kann weder lesen noch schreiben. Oder er kann ja nicht mal sprechen, okay. Lesen wir es mal durch. Okay. Ach so, ich glaube, das ist von Eline. Mein neuer Freund, sein Name ist Kirby. Dieser hier ist Waddle Dee. Neue Freunde sind einfach toll. Oh Mann, das sind aber knufflige Zeichnungen. Das erinnert mich irgendwie an Pickpicks. Für den DS, da waren auch so eine ähnliche Galerie. Oh, das ist aber echt süß. Okay, was ist das? Um was genau geht es? Toni hat alle Farben geklaut. Sie ist eine tolle Künstlerin und sie liebt Farben. aber, naja. Alles über mich. Steckbrief, Name Eline, Persönlichkeit Regenbogen, Geburtstag Frühling, Beruf Malerin, Persönlichkeit Regenbogen. Sind aber echt voll süße Zeichnungen. Das ist ja extrem schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Tagebuch so schön ist. Unsere kuschelige Höhle. Geheimgang, Badezimmer, Wohnraum, Dusche, Toilette, Bodendieszimmer, Kürbiszimmer, mein Zimmer, Geheimraum, Partyraum. Was soll das für ein Raum darstellen? Ich meine, wo ist denn das, wenn ich fragen darf? In der Wüste? Lustig. Kann man da irgendwie hin? Glaubt nicht. Aber da unten ist so einer von diesen komischen Typen, der links unten seht. Ja. Scheint aber in der Wüste zu sein. Ist aber echt voll knuffig, diese Grafiken. Gefällt mir. Los, Panzer-Kirby, Kirbys Verwandlung, es hat geklappt. Yippie, ich bin schon auf das nächste Mal gespannt. Flugzeug-Kirby, Schiff-Kirby, Raketen-Kirby. Na gut, Raketen-Kirby gibt es, aber Schiff und Luftschiff, was rede ich? Flugzeug-Kirby, das ist neu. Aber es sind echt voll süße Grafiken. Sind das etwa Beta-Verwandlungen, die anderen beiden da? Die wahre Tonia. Name Tonia. Persönlichkeit total egoistisch. Geburtstag, Winter oder so. Die weiß nicht mal den Geburtstag ihrer eigenen Schwester. Beruf, Formen machen. Wir waren mal beste Freundinnen. Jetzt aber nicht mehr. Wie? Sind das gar keine Schwestern? Ich habe gedacht, das wären Schwestern, die beiden. Nicht? Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Naja. Oh, das sind aber schöne Bilder. Strandschnapssüße. Strandspaß. Das ist aber lustig. Der Kirby auf Muskelmann. Ah, lustig. Und sie auf Meerjungfrau. Das sind aber echt. Das ist aber voll lieb, dieses Buch. Okay. Unser Hobby. Tonia macht Formen. Und ich male sie hübsch an. Früher mal. Aber jetzt ist Kirby und Waddle Dee im Hintergrund. Aber das ist ja echt voll süß, diese Grafiken. Ich frage mich, warum ich das nicht schon früher angetippt habe. Echt süß. Aber sie sind doch jetzt wieder versöhnt, jetzt wo der dunkle Künstler von ihr weg ist. Eine Tour unter Wasser. U-Boot Kirby war ein richtig großer Erfolg. Hier gibt es da unten einen Tintenfisch. Ist das nicht der Kalmiral ohne seine Verkleidung? Der U-Boot Waddle Dee. Ach, schade, dass ich den Mehrspielermodus nie gezeigt habe. Ging sie leider nie richtig aus. Naja. Die sieben Welten. Sieben Welten hat Tonia mit den Farben erschaffen. Dafür ist Kirbys Planet jetzt aber ganz grau. Das ist aber nicht schön. Okay, da haben wir nochmal das grüne Tal, die gelben Dünen. Auch überall der Bosch schön hinten. Oder unten. Das Indigo-Meer, der Himmelblau-Palast, das orange Waldland, der rote Vulkan und die violette Festung. Na bitte, ich weiß noch alle Namen. Und Kirbys grauer Popstar. Oh, naja. Okay. Das Flugboot. Dieses Flugschiff stammt auch von Tonia. Druckwellen treiben Bastron an. Ja, ich weiß das. Das ist ja selbstverständlich. Hiermit schießt das Schiff. Ja. P.
Pilotensitz? Sitzt überhaupt jemand drin? Antonia selber kann sie nicht sein, sonst wäre die ja schon früher gesprengt worden. Gefährliche Kanone, dir schon? Eher nicht. Das ist aber echt witzig, diese Zeitungen. Auch der Text dazu immer. Die Flucht gelingt, Raketenkörbe hebt ab, er ist stärker als Bastron. Und alles fliegt durch die Luft. Das sieht irgendwie aus wie eine Ente, die Bastron. Ist euch das aufgefallen? Tierskizzen, Erde, Wasser, Luft. Das ist ja Rick, Kuh und Kain. Dann noch Blipper, ein Fischskelett. Dann diese komischen Vögel, ich glaube Tweeter heißen die. Ein Waddle Dee, ist das nicht Pon von Pon und Con aus der Serie und das Kirby's Dreamland 3? Und ein Hamster oder ein Meerschwein oder was das auch immer darstellen soll. Das ist aber echt voll knuffig. Reisen in der Gondel, ein Ausflug mit der Gondel, was für ein magisches Einkaufserlebnis. Soll das ja eine Art Supermarkt darstellen? Ein Pilz? Ein Abpilz. Ein Apfel, ein Kuchen, eine Handtasche, Pilze, eine Flasche. Man wurde die mit Geschenken. Kuchen? Super. Eines Tages wurde Tonia plötzlich böse und zack war sie weg. Das ist die Vorgeschichte. Aber ich konnte meine Freundin einfach nicht im Stich lassen. Ja, aber da war der dunkle Künstler ja in ihr drinnen seit dem Zeitpunkt. Oh, das hätte ich jetzt aber auch gern, den riesen Eisbecher da. Ich liebe Eis. Was stand denn da gerade? Lieblingsessen, Kirby liebt Äpfel, auch Kirschen, Hotdogs, Pizza, Eiscreme, Schotten, Trauben und Blubberlimonade. Äpfel und Kirschen sind meine zwei Lieblingsobstsorten. Pizza und so mag ich eigentlich nur, wenn nur Käse und Tomaten drüber sind. Klingt zwar komisch, aber das stimmt wirklich. Oh, Trauben sind auch gut. Und Blubberlimonade habe ich noch nie gekostet. Naja, ich dagegen, ich will ein rotes, oranges, gelbes, grünes, blaues und violettes Parfait. Voll lecker. Hey, das sind ja alle Farben von den Welpen. Rot, Vulkan, Orange, Waldland, Gelb, Düne, Grün, Tal, Blau, Himmelblaupalast und Violett Festung. Oder im Moment, ich glaube, eins fehlt. Genau, Indigo fehlt. Aber echt lustig. Okay, das? Verdächtiger Schalter. Niemals herdrücken. Ganz schön, direkt der Schalter. Was sollen das für Viecher darstellen? Die sehen aus wie eine Mischung aus Kotter und Kirby. Was soll das darstellen? Das sind Kirbys Freunde. Alle von seinem Planeten. Die sehen komisch aus. Klar, du hast ja auch komisch gezeichnet. Waddle Doo mit Mund. King Dedede ist noch dicker geworden, als er bisher war. Und irgendwie auch rund. Dedede ist noch nicht rund. Und Meta Knight sieht auch nicht so aus. Und der Cosi. Oh Gott. Die sehen jetzt auch komisch aus, weil du sie komisch gezeichnet hast. Oh Gott. In der Glotze. Das läuft auf dem alten Fernseher. Das Wetter, Kochsendung, Comedy-Sendung, Spielfilm. Das Wetter, Kanal, die. Ach, das war in der Serie immer so lustig. Hey, das sind ja Cracko und Mr. Bright. Lustig, Kochsendung, Kokawasaki. Ich koche gekochtes, gebackenes und gedünstetes Hängebauchschwein am Knochen. Das hat er wirklich mal in einer Folge gekocht. Der kann überhaupt nicht kochen. Erstaunlich, dass das noch auf Kanal Dididi gesendet wird. Okay, Comedy-Sendung mit Pon und Con. Ach, die zwei sind so süß. Und ein Spielfilm mit so einem Sheriff Cotta. Aber echt süß. Doppelt gemoppelt. Es gibt alle zweimal in meinem Tagebuch. Bis auf Waddle Dee. Das sind doch die Grafiken aus Kirby und das magische Garn, oder? Wo man durch Kirby hindurchgehen kann und mit den Schatz rum. Das ist doch Kirby und das magische Garn, oder? Naja. Kirby und ich, obwohl Tonia und ich uns wohl jemals wieder vertragen werden, aber mit Kirby schaffe ich alles. Lucy, aber sie haben sich doch am Ende wieder vertragen. Okay. Das ist doch auch Kirby und das magische Garn. Ende gut, alles gut. Ich liebe Happy Ends. Oh, aber diese Grafiken, die sind echt extrem schön. Auch die Fotos und so. Äpfel. Aber das Tagebuch, das ist echt witzig. Gibt's noch irgendwas? Habe ich irgendeins verpasst? Nein, ich habe alles. Das Tagebuch ist aber wirklich lustig. Erstaunlich, dass ich das so lange nicht angeklickt habe. Okay, aber bei der Figurensammlung fehlt immer noch jemand. Ja, hier. Aber wo könnte der herkommen? Ach, ich spiele jetzt einfach mal die Herausforderungen, die ich freigeschalten habe. Ganz genau. Wie, da sind gleich mehrere verfügbar? Na, da muss ich halt immer noch die Bosse besiegen. Aber lang dürfte das Let's Play nicht mehr sein. Gut, legen wir einfach mal los. Gut.
Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Oh Gott, das schon wieder. Moment. So. Ich hasse das. Das habe ich mir am Anfang doch immer so leicht getan bei dem. Naja, werden wir schon schaffen. Na bitte, ich glaube, man muss immer nur an der richtigen Stelle drücken, dann schießt er nämlich weiter. Okay, die Viecher. So, okay, das war jetzt nicht schwer. Scheinbar mit U-Boot, Kirby. Aber die Forderungen sind jetzt doch nochmal interessant. Boah. Nein, schieß schneller. Nein! Moment, warte. Ja, das ist nicht schwer. Ich wollte es nur mal kurz, für den Fall, dass ich beim nächsten Mal überrascht werde von dem, nur mal kurz vorstudieren. Kann nützlich sein. Aber das Tagebuch war jetzt echt voll knifflig. Echt süß gezeichnet. Nein. Ja, na bitte. Man muss einfach nur oben drauf drücken. Genau. Drüber. Dann fliegt er nämlich weiter, kommt mir vor. So. Gut, na bitte. Ich glaube, das Projekt ist eh bald zu Ende. Wird wohl auch besser so sein. Auch wenn es wirklich lustig war. Es ist besser, denn das Projekt geht jetzt schon sehr lange, aber ihr merkt, es ist wesentlich kürzer als das andere Projekt, was am Release-Termin herausgekommen ist. Puzzle & Dragons ist wesentlich Komm schon. Muss ich doch schaffen. Ich weigere mich zu verlieren. Gut, das war ein neuer Rekord. Dass das nie abgeschossen wird. Gut. Das nächste sieht so einfach aus, ist aber fast das Schwerste. Komm schon, schieß. Na bitte, super. Und das letzte dürfte nicht so schwer sein. Wie gesagt, es kommt jetzt auch viel Neues heraus. Viele neue Amiibos, viele Spiele. Da muss ich jetzt ein Projekt abschließen, bevor ich ein neues starten kann. Und das, wo ich am meisten am Ende bin, ist das hier. Immerhin ist jetzt auch Mario Maker heraus. Und das wird ja so ein Endlos-Projekt sein. Ja, und immerhin kommt ja auch bald diese Skylander-Amiibo-Mischung. Und Zelda Triforce Heroes. Das muss doch auch alles kommen. Und immerhin, das Spiel ist zwar sehr gut, aber es muss auch irgendwann mal ein Ende haben. Gut, aber das scheint jetzt nicht ganz so schwer zu sein. Schwer wird es dann... Wow, das ist aber cool. Schwer wird es dann, wenn ich die Bosse alle Damage-less Run machen muss. Also schadenloser Versuch. Na gut, die ersten müssten nicht so schwer sein, aber... So, ich muss einfach nur drüber. Oh, ich habe gedacht, ich muss den irgendwie platt rammen, aber scheinbar muss ich das gar nicht. Das hat man ja auch schon, nur etwas anders. Oh, ja, aber das war jetzt eigentlich nicht so schwer. Aber die meisten kannte ich ja schon von der Überlebensherausforderung. Na bitte, schaffen wir die letzte auch noch, die wir freigeschaltet haben? Vielleicht. Und das?
Ah, ich glaube, das wird sich knapp nicht ausgehen. Ach, dann muss ich dann wohl mit den Bossen weitermachen. Naja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Kennt ihr den Song? Ist ganz witzig. Wow, das ist aber schwer. Okay, aber ich schaffe das noch in diesem Part. Also wirklich? So, na bitte, super. Das war gut. Komm, die nächsten dürfen jetzt nicht zu schwer sein. Dürfte ich wissen, wie das gehen soll? Verstehe ich nicht. Gut, ich möchte mir jetzt nur mal kurz ansehen, wie das gehen soll. Das kann doch gar nicht gehen. Okay, das ist nicht schwer. Ja, das war ein Rekord. Nur beim nächsten sehe ich irgendwie keine Möglichkeit. Okay, ich habe mir noch gedacht, der Weg da sieht verdächtig aus. Gut, komm, das muss ich jetzt schaffen. Na bitte, super. Komm, das letzte. Oh. Wow. Okay, da muss ich blitzschnell handeln. Aber komm, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch in diesem Part. Komm, perfekter Versuch. Gut. Das ist aber echt knifflig. Da muss man nur den richtigen Weg kennen. Kleines Rätsel. Da muss man einfach nur einen richtig schönen Strich ziehen. Super. Gut, komm rauf, rauf, rauf. Oh Gott. Ich glaube, das werde ich in dem Part nicht mehr schaffen. Aber ich stempel das jetzt einfach mal als geschafft ab. Na gut. Ich schaue noch mal kurz etwas nach. Ja. Weiter geht's nicht.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.